bringen. Also da haben wir, glaube ich, 6 Versuche gebraucht und auch direkt den Admin geschickt, bis dann irgendein befreundeter Blogger, der dann das Standing hatte, dann endlich dann die 3 Zeilen eintragen durfte. Mhm. Weil das hat er auch wirklich da nicht ganz 40 Sekunden, aber noch 90 Sekunden einmal 2,5 Minuten gedauert. Und also das, die sind schon sehr kritisch da. Das heißt, also wir hatten jetzt am Anfang da irgendwie nicht mit reingekommen sind, sollte halt extrem schwierig heutzutage da überhaupt reinzukommen, weil nur noch diese Professional User oder die zugelassenen. Also das ist schon schwierig. Das ist ja letztendlich mal eine Frage des Contents, was in die Wikipedia kommt. Aber und natürlich ist auch immer, dass man seine Unternehmenspräsentation, egal wie kurz sie sein mögen, daraus entfernt oder weghält, weil das da im Prinzip auch nichts zu suchen hat, es geht da um den Informationswert. Ja, aber wenn man sagt, nun nennt ihr jetzt einen Immobilienportal von Axel Springer, ist das eine Aussage, die nicht unbedingt wertvoll ist. So, und die ist rausgeflogen. Also da, ich wollte nur mal sagen, es ist tatsächlich auch echt schwierig, zum Teil wirklich da reinzukommen und auch wirklich an die Leute ranzukommen, weil es einfach User-Generated Content ist und einfach so viele Leute darauf zugreifen und darauf aufpassen, weil sie da auch wirklich auf den Artikeln sitzen. Ja. Wenn da wirklich, wenn man auch wirklich sachlich vielleicht richtige Sachen da ändern möchte, ist wirklich nicht einfach. Also ja, und das geht so. Ich finde auch dazu, selbst wenn sie sachlich richtig liegen, hat sie nicht unter Umständen eine einfache. Da müssen Sie sich, es gibt ja zu jedem Wikipedia-Artikel eine Diskussionsseite, da müssen Sie sich in langjährige Diskussionen unter Umständen einlassen, um das hinzukriegen. Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wikipedia.de sperren. Funktioniert nicht sehr gut, wenn wir jetzt keinen haben. Es gibt prinzipiell schon die Möglichkeit, dass man halt einen Wikipedia-Autor in Good Standing bittet, das entsprechend zu schreiben, dass er eine Autorität innerhalb der Gemeinde besitzt. Ja, es ist dann natürlich auch bis auf Spiegel Online etc. diverse andere Webseiten gegangen. Ich meine, ich hätte dann sogar offline geschafft und das hat ihn in seiner Online-Reputation natürlich, oder in seiner gesamten Reputation völlig geschadet. Erledigt sozusagen. Ja, das ist zugegebenermaßen ein relativ altes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie es alle schon kennen, aber es ist immer noch sehr schön, weil es aufzeigt, was ein kleines Unternehmen erreichen kann. Der Shopblogger. Ist er bekannt oder? Okay. Dann ist ja schön, dass Sie das mitgebracht haben. Der Shopblogger ist ein Supermarktbesitzer aus Bremen. So, denkt man sich, oh Gott, irgendwie Supermarkt. Was Langweiliges gibt es wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Trotzdem hat der Supermarktbesitzer aus Bremen irgendwann festgestellt, er hat eine Menge zu erzählen und hat schon vor einigen Jahren das Shopblog, shopblogger.de eröffnet. So, da erzählt er jetzt tatsächlich relativ tagtäglich aus seinem Leben in seinem Supermarkt. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, wen interessiert es? Aber mittlerweile immerhin 45.000 Visits täglich. Wenn ich das sage, dann sind Sie zu manchen Unternehmenswebsites irgendwie neidisch. Denn 45.000 Visits ist jetzt mal nicht zu verachten, vor allem nicht, wenn man Supermarkt im Hintertupf findet, ist sozusagen. Und er testet auch. Er testet auch seine eigenen Produkte. Und jetzt kann man ja sagen, also was hat der Mann denn für einen Mehrwert davon, wenn er seine eigenen Produkte schlecht schreibt, aber er testet das, wenn ihm das nicht schmeckt, dann sagt er das auch, wie zum Beispiel bei Maggi Hot Pockets, die Dinger sind für meinen Geschmack relativ enttäuschend. So. Dann kriegt er 100 Kommentare dazu, wo dran steht, das Zeug schmeckt einfach nicht, Zeug ist wirklich nicht zu genießen, schmeckt wie Pappe, schmeckt furchtbar, hast du recht. Und dann passiert Folgendes. Moment. Dann gehen wir mal kurz zurück. Wir bleiben da. So. So, der Shopblogger, der freut sich natürlich. Der ist nämlich einer der wenigen, der einen Online-Lebensmittel-Shop aufgemacht hat, der sich auch lohnt und der funktioniert. Weil die Leute bei ihm bestellen, weil sie ihn spannend finden. Und nicht nur das, sondern er macht auch im Regen hinter Tupfingen 24/7 auf. Der hat 24 Stunden geöffnet. Und das seit irgendwie anderthalb Jahren. Das funktioniert auch. Und viele große Ketten kriegen es nicht hin. Einfach weil der Dialog mit seinen Kunden letztlich da ist. Und die Leute kommen auch irgendwie aus. Wenn Sie an Bremen vorbeifahren, aus Süddeutschland, halten Sie an, schütteln Ihnen die Hand, kaufen Ihnen eine Cola und fahren weiter. Also, es funktioniert. So. Und er freut sich natürlich, Nestle freut sich weniger, denn seit er diesen Beitrag geschrieben hat, wenn man Maggi Hot Pockets eingibt, das erste Auftaucht ist seine Rezension, dass die Dinger nicht abgespielt. Und das kann man auch nicht mehr wegkriegen, es ist einfach so. So. Also, es funktioniert. Und es ist, er findet natürlich jetzt auch ein spezieller Typ, er findet immer wieder neue Blicke auf Kunden und auf Situationen, die in dem Supermarkt passieren. Aber er hat auch wochenlang das Aufstellen seines Wehrgutautomaten dokumentiert. Und auch das fanden die Leute spannend. Und auch da gab es ewig viele Kommentare, und welchen soll er jetzt kaufen? Die Dinger kosten die 35.000 Euro. Und lohnt sich jetzt die Firma oder die? Und dann hat er seinen Umbau dokumentiert. Und
etc. pp. Also es funktioniert. So, dass es funktioniert, wusste auch Comcast, aber die haben es leider erst ganz fies erfahren müssen. Ich bin auch einmal so frei und gehe aus der Präsentation raus. Comcast ist in den USA so ungefähr der größte Cable Provider. Die bieten also Kabel, TV und Internet. Und die haben schon immer so relativ Probleme mit dem Kundenservice gehabt. Das ist aber natürlich eine ganze Zeit lang relativ unter der Decke gewesen. Da sind dann halt höchstens die Telefone stumm geklingelt in ihrer Beschwerdeabteilung. Das aber, ja, das erfährt dann halt vielleicht noch die Tante, die auch kein Internet hat oder die zum Kaffee kommt, mit der kann man sich dann streiten oder der kann man erzählen, dass Comcast schlecht ist. Aber dann war jemand echt genervt, als Folgendes passiert ist. Und deswegen hat er die Videokamera rausgeholt und es gefilmt. Und auf YouTube gestellt. Der Typ hat seine eigenen Arbeitnehmer angerufen. Und ist darüber eingeschlafen. Weil der eigene Kunde hat dann niemand erreicht. Social Media und die Gespräche kann man dann stattgefunden haben. Und hat dann Folgendes gemacht. Genau. Sie haben einen Menschen eingestellt, der nennt sich Frank Elideson und ist Social Media Outreach Manager bei Comcast. Der hat nichts anderes zu tun, als sich um Beschwerden und schlechte Rezensionen etc. pp. Die online auflaufen zu kümmern. Jetzt kann man sagen, ist ja irgendwie was mit den anderen 100 Millionen, die offline auflaufen. Schlimm für die, aber das bemerkt keiner. Dementsprechend ist es wichtig für Comcast dafür zu sorgen, dass genau die 1000 Stück, die am Tag online auflaufen, dass die gelöst werden, dass man sich darum kümmert. Also haben sie ein extrem aufwendiges Monitoring aufgesetzt, das kann man schon so sagen. Und er ist jetzt in den Social Media Ansprechpartner. Das heißt, wenn ich beispielsweise in meinem Blog einen Kommentar darüber schreibe, was ich wieder für Probleme mit Comcast gehabt habe, einen Beitrag schreibe, was ich wieder für Probleme mit Comcast gehabt habe. Und ich habe es jetzt ausprobiert, nicht im Blog, sondern auf einem anderen Kanal, das kann ich gleich noch erzählen. Dann dauert es wirklich keine 10 Minuten, bis ein Kommentar von Frank Elias in dem Blog ist, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Ruf da an, wenn du das Problem hast, wie erledige ich das? So. Das hat muss das dann verlinkt werden? Nein, wir haben einfach ein sehr starkes Monitoring dahinter setzen. Die monitoren wahrscheinlich Comcast, diverse Produktnamen, diverse Personennamen, diverse technische Probleme. Die haben zugegebenermaßen, er macht das nicht alleine, auch mittlerweile ein 7-Mann starkes Team dahinter setzen, die sich also wirklich nur darum kümmern. Aber letztlich hat es zu 1000 direkten Kontakten, und zwar nicht mit verschiedenen normalen Nutzern, sondern mit Multiplikatoren in 3 Monaten geführt. Und es hat dazu geführt, dass Frank Elideson überall da ist, wo auch die Kunden sind. Also beispielsweise auf Facebook zu finden, auf LinkedIn zu finden, auch auf diesem immer noch relativ ominösen Twitter zu finden. Und da habe ich ihn angesprochen und es hat keine 3 Minuten gedauert, bis er mir geantwortet hat. Und und es hat dazu geführt, dass sie relativ schnell online wie offline an ihrer Reputation was drehen konnten. Also diese Kampagne hat doch sehr viel Wellen geschlagen, hat in Blogs, die vorher sehr skeptisch waren, dazu geführt, dass sie sich wieder gedreht haben.